Guten Morgen, Deutschland. Ja, was haben wir da heute alles auf dem Zettel? Okay, ich fange mal mit den guten Nachrichten an. Also die Energie- und Strompreisbremse, die soll wahrscheinlich schon Anfang des Jahres aufgelöst werden. Juhu, wir freuen uns alle. Logisch, Herr Lindner und seine Versprechen, Ampelregierung und ihre Versprechen. Aber so ist das, wenn man natürlich den Nachtragshaushalt und die 60 Milliarden und das Bundesverfassungsgericht und die Unfähigkeit einer Regierung irgendwie unter einen Hut bringen muss. Da werden dann wahrscheinlich wir, ihr, ich, wir alle drunter leiden müssen. Genau, das war die erste gute Nachricht des gestrigen Tages. Also die punkten gerade so richtig für die nächsten Wahlen im nächsten Jahr. Das muss man schon sagen. Liebe Leute, dann kommt auf einmal raus, könnt ihr euch noch an die ominöse Hetzjagd in Chemnitz erinnern damals? Er ist ja, glaube ich, damals der Herr Maaßen für entlassen worden, weil er gesagt hatte, es hätte keine Hetzjagd gegeben. Jetzt stellt sich wohl raus, es soll ja jetzt vor Gericht gehen, 28 Leute sind wohl angeklagt, da sollen tatsächlich Hetzjagden stattgefunden haben. Das Dumme ist nur, nicht auf diejenigen, die da damals in den Medien genannt wurden. Es hätte ja angeblich Hetzjagden gegen unsere Mitbürger gegeben. Nein, nein. Jetzt redet man auf einmal von Hetzjagden auf Jusos und Linksextreme. Okay, also deswegen ist dann der Herr Maaßen, oder deswegen musste der Herr Maaßen dann seinen Hut nehmen. Ja, könnte eine sehr interessante Gerichtsverhandlung werden zum Thema Chemnitz damals. Finde ich sehr spannend, liebe Leute, was da mittlerweile so auf den Tisch kommt. Und was gestern am Grünen Parteitag auf den Tisch gekommen ist, das hatte wortwörtlich Gewicht, Leute. Ja. Also echt, Ricarda, strammes Ergebnis, 82% auf dem reservierten Frauenquotenplatz ohne Gegenkandidaten. Das muss man heute Morgen in den Medien natürlich richtig feiern, ne? Ist doch klar. Ich meine, selbst Erich Honecker hat es mit 97-99% sogar gegen Gegenkandidaten geschafft. Ja, aber die Ricarda, die macht das ganz ohne Gegenkandidat auf dem reservierten Frauenquotenplatz. Ist ja logisch. Läuft in der basisdemokratischen Partei die Grünen so gut, dass sich gestern sogar eine Stimme gemeldet hat und sich darüber beschwert hat. Ich denke, das ist natürlich nur eine Verschwörungstheorie. Das kann nur eine Schwurbelei sein. Ja? Unsere Mitglieder, darunter Gründungsmitglieder, die hier in Karlsruhe diese Partei gegründet haben, sind enttäuscht und sauer. Einige denken nach Jahrzehnten des intensivsten Engagements laut über Austritt nach. Systematisch wird von unserer Parteispitze versucht, eigenständige Anträge abzuwürgen und die Basisdemokratie auszuhöhlen. Also, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Die Grünen sind doch die demokratische Veranstaltung in ganz Deutschland, oder? Also bitte. Und natürlich gab es Reden. Oh, Leute, ich bin ja sowieso so ein Spezialist für Reden, der wisst ihr ja, ne? Aber diese Rede, ja, also die bleibt wortwörtlich im Kopf. Oder besser das Wort, was er da achtmal verwendet hat. Wir haben den CO2-Preis durchgesetzt. Jetzt müssen wir das europäische Klimageld einführen. Denn Klimaschutz gelingt nur mit sozialem Schutz, nur mit gesellschaftlichem Rückhalt und nur mit fairer Lastenverteilung. Und dafür brauchen wir das Klimageld. Wir brauchen es für ein klimagerechtes Deutschland und ein klimagerechtes Europa. Wir werden fürs Klima und für klimafreundliche Wirtschaft gewählt. Mein Angebot dafür an euch ist mehr Tempo, mehr Fortschritt und mehr Machen für die klimasoziale Wende. Ich will 100% Strom aus Sonne und Wind. Ich will Wärmepumpen und grünen Wasserstoff made in Europe. Ich will mit der Infrastrukturunion eine europäische Infrastrukturrevolution. Ja, liebe Leute, abgesehen von dem Klima, was wir dann achtmal in diesem kurzen Ausschnitt gehört haben, was hat er gesagt? Ach so, wollt ihr die totale Wärmepumpe? Ja, genau. Die Frage stelle ich euch dann auch mal. Wollt ihr die totale Wärmepumpe? Und ja, 100% Sonne und Wind in Deutschland. 100% Energie aus Sonne und Wind.
Wunderbar. Nennt man sowas einen totalen Realitätsverlust? Ich glaube ja, nicht wahr? Aber hey, was soll ich euch sagen? An diesem wunderschönen, kalten Samstagmorgen in diesem Klima, bald klimagerechten, klimasozialen Deutschland. Es gab vor vielen Jahren einen jungen Mann, der war zwar nicht ganz unumstritten, und der kam auch da unten aus diesem Bundesland, wo das diebische Bergvolk wohnt. Ne? Ihr kennt ja die Bayern, ne? Ja. Aber der hat euch damals schon gewarnt. Ja? Vielleicht hätten wir alle damals ein bisschen besser zuhören sollen. Auf jeden Fall sollte das, was er damals gesagt hat, also langsam bei jedem in Deutschland ankommen. Wir können für eine vorausschaubare Zukunft auf die Kernenergie nicht verzichten, weil für sie keinen Ersatz gibt. Wer ihnen was anderes sagt, der lügt sie an oder er versteht nichts von den Dingen. Natürlich, man kann auf alles verzichten. Man kann in einem Zelt wohnen und sagen, wir brauchen kein Haus mehr. Man kann mit dem Rad fahren und sagen, wir brauchen kein Auto mehr. Man kann mit dem Segelschiff fahren und kann sagen, wir brauchen keinen Flugverkehr mehr. Aber das ist doch keine Zukunftsgestaltung. Das ist doch der Marsch in die Vergangenheit. Meine Damen und Herren, ich habe viele gestandene Sozialdemokraten kennengelernt und habe meinen Respekt vor ihnen. Sie werden von den intoleranten, radikalen, klassenkämpferischen Kräften systematisch an die Wand gedrängt. Die kriegen auch mit den Grünen keine absolute Mehrheit, weil er weiß, dass eine von den Grünen bestimmte Politik der Untergang der Bundesrepublik Deutschland als zivilisierter, kulturvoller, demokratischer Staat wäre.